Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße euch herzlich willkommen in War Thunder. Heute geht's weiter mit der F3 F-2. Einen kleinen süßen Doppeldecker, der auch ein ausgezeichnetes Cockpit besitzt mit Panda. Es gibt ja, ich sag's mal so, bei den anderen Nationen, bei vielen anderen Nationen ist es bei den Doppeldeckern eigentlich eher ungewöhnlich, dass hier eine Verglasung rund ist, sondern vorne ist einfach so ein bisschen Glas. Und das war's dann aber auch. Dann ist Schluss mit Schicht, ne? Dann ist der Rest offen. Und bei den Amis witzig eigentlich, dass sie da daran gedacht haben. Übrigens, das ist nicht so richtig ekelhaft, ne? Hier irgendwie verschmirgelt aus. Das sieht aber nur so aus, ne? Schlecht einfach. Ganz schlecht dran gepinselt den Kram da. Ja. So, dann stelle ich euch das tolle Monster mal vor. Und wie gesagt, geht immer in realistisch rein, ne? Ich sage es immer voraus. So, wir besitzen eine 12,7 mm Maschinengewehr und 7,62 mm Maschinengewehr von Browning. Insgesamt 700 Schuss, nur für die große Munition hat 200 nur da sind, für die andere 500. Trotzdem einfach effektiv, allein schon wegen dem größeren Kaliber. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein beim Schießen, ne? Das ist aber so das Übliche und Normale. Was dieses Dingle-Ding da angeht, ehrlich gesagt, weiß ich selber nicht genau, was das Ding nochmal für eine Funktion hatte. Es hatte eine Funktion, das steht fest, aber genau ist mir jetzt auch nicht mehr im Begriff, was das genau war. Ne? Naja. So, 425 km/h schnell, wie ihr seht, also die Maschine ist ja ausgebaut. Dann haben wir eine Wendezeit von 13 Sekunden, was natürlich auch sehr, sehr, sehr effektiv halt ist. Und wir haben, ja, eine Steilrate von 15,6 Meter, ist jetzt nicht ultimativ. Aber für einen Doppeldecker ist das eigentlich schon deutlich mehr, als manch andere Doppeldecker es haben. Ne? Deutlich mehr. Ja, das Fahrwerk, ich gucke mir das gerade so grob ein bisschen an. Weil es sieht so aus, als wäre es so schepp, ne? Ist es auch ein bisschen. Aber trotzdem funktioniert es, ne? Ja, da ist so eine Federung mit eingebaut und sowas. Das ist schon so ganz lustig. Ja, ansonsten gibt es hier, ne, ja gut, wir können ein bisschen Bomben tragen. Ja, das ist so, ja, Pi mal Daumen, unsere Sache, ob wir das machen oder nicht. Ich tendiere eher dann nicht zu den Bomben. Die sind jetzt nicht da, das absolute 0 plus Ultra. Was die Munitionsquote angeht, bei der 12.7er würde ich euch empfehlen zu, ja, wenn ihr die Chance schon habt, wenn ihr noch am Anfang seid, bleibt weiterhin lange Zeit auf Standard, dann müsst ihr keine Kosten, ne? Obwohl es halt nur 8 Lines pro Gurt sind. Aber man weiß ja nicht, wie oft man wirklich zum Nachladen kommt, also, ne, Pi mal Daumen. Aber ansonsten Bodenziele, ne, Bodenziele ist eigentlich sehr effektiv, ihr habt alles mögliche dabei, um halt Bodenziele platt zu machen und ja, ist sehr praktisch. Hier habe ich mich so, ja, keine Ahnung, ich wusste nicht so ganz genau, wofür ich mich entscheiden soll. Ja, ich kann auch auf Alsberg gehen, da sind noch was dabei, wie Brandmunition, ne? Das ist ja auch noch so eine Munition, die ich sehr bevorzuge, sehr befürworte, ne? Dementsprechend, ja, wollen wir mal schöne zwei Runden in realistisch hier abziehen. Oh, es geht auch schon schnell rein. Ja gut, wir sind ja auch, die letzten Aufnahmen, die ich gemacht habe, die sind so abends geschehen und jetzt haben wir mitten am Tag und da ist natürlich viel los, ne? Da ist natürlich am Tag ist viel mehr los als in der Nacht. Aber trotzdem klappt es. So, jo. Wir müssen erstmal rumspinnen, ist klar. Ne? Wir müssen erstmal rumspinnen. Der Kollege fliegt hier fast dasselbe Modell, nur dass es das Premium-Modell ist von Gallas. Ne? Also Gallas Flugzeug. Es gab ja einen Piloten namens Gallas. Und der hat dasselbe Modell hier geflogen. Mit ein paar kleinen extra Anpassungen. Dementsprechend, ja. So, haben sie das alle geschafft? Naja, bis jetzt schon. Nur die P400, die steht noch da und wartet. Ich schätze mal, der will erstmal warten, bis wir sich alle von uns in die Lüfte erhoben haben, damit er hier mit keinen kollidiert. Weil in den niedrigen Rängen hier hat man, kann man schon manchmal erwarten, dass hier Neulinge im Spiel sind und da sich noch ein bisschen rumschalten und walten mit der Steuerung, ne? Das ist ja immer so eine Angelegenheit. Auf die Frage hin, die sich hier vielleicht einer stellt, Moment, das sieht ja kurios aus, guckt euch mal das an. Sorry, aber für mich sieht das aus wie ein Golfschläger.
das hatte bestimmt keinen besonderen Zweck gehabt. Also da hatten sie bestimmt sich nicht. Ja. Oder? Gaijin hat immer Humor, das wissen wir ja alle. Ja. Also wegen der Steuerung. Ich benutze Maustastatur und hab's auch auf Maustastatur stehen, nicht auf Realistik. Ne? Manche stellen das sich ja auf Realistik, aber ich hab's eher auf Maus und Tastatur. Ja, was den Motor hier angeht, er ist auch nicht so der robusteste, also Head-to-Head-Angelegenheiten eher mehr vermeiden. Hier ist es sowieso ein Problem, dass hier ist eine Ein-Mann-Maschine, kann man regelrecht sagen, eine Stucke anzugreifen, ist sowieso noch nicht schwierig gesagt. Oh Gott, was ein Name, ey. Alter, kannst du überhaupt deinen eigenen Namen noch aussprechen? Das ist eine Katastrophe. Jo, 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 jo. Selbst wenn er selber nicht den Gunner spielt, kann es doch sehr heikel werden. Ah, bin ich der Einzige, der draufballert? Okay, ja, das ist gut. Bisschen nur was abgekriegt. Das war jetzt Munitionsverschwendung von erster Güte. Das hätte ich mir auch sparen können, aber man wusste ja nicht. Übrigens, ihr könnt hier Shift gedrückt halten, um ein bisschen schneller rumzufliegen. Ja, hier gibt es das sogenannte Not. Alter, der Name ist ja prägend. Sorry, Leute, aber der ist Target Nummer 1. Guckt euch das doch mal an, ey. Den sieht man überall auf jeder Landschaft. Den sieht man überall. Den siehst du einfach. Der ist nicht zu übersehen, der Typ. Okay, der ist tot. Der ist auch schon tot, bevor wir überhaupt drauf anfliegen können. Schade eigentlich. Womöglich wird es wieder auf Bodenziele hinauslaufen. Tippe ich mal drauf. Das wäre jetzt eher eine schlechte Idee, den anzufliegen. Aber wir können es ja trotzdem mal probieren. Oh, das ist eine doofe Idee. Wie gesagt, es ist... Es kann eine gute sein, es kann auch eine schlechte sein. Im Übrigen, wer sich jetzt wundert, die haben wohl den Sound nochmal verändert, die Kerle hier. Von Gaijin, also, ja. Der Typ haut ab. Okay, also den können wir erstmal außer Acht lassen. Die HE-111 da ebenfalls. Irgendwas schießt auf uns, das wird die Flak sein. Die übel gelaunte Flak, wir machen einen Flak. Oh, wow, das hätte knapp ausgehen können, ey. Wenn es so vorbeizieht, ist ja immer das schlechteste Geräusch ever. Jo. Na, so eine Flak braucht halt mal ein bisschen mehr Muni. So, wir haben jetzt noch 200 paar zerquetschte Munition. Also ich würde mal sagen, wir kümmern uns erstmal hier vorne um die Flaks ein bisschen. Dann ab zum Flughafen zurück, nachladen, dann gehen wir nochmal jagen. Ja. Und somit. Ach ne, wir haben noch ein bisschen Munition fürs MG. Na? Ja gut, trotzdem. Wir gehen jetzt schon. Ich habe schon ein bisschen was rausgeholt. Ja. Bisschen doof jetzt. Ja, mit der Maschine generell ist schwierig also man kann damit bestens umgehen, aber halt aufgrund der ihr habt ja ein Rating von 1, ne? Rating von 1 und trotzdem werdet ihr halt in Runden geschickt, wo halt sehr viele Gegner schon weit drüber sind, die auch ein bisschen besser Kanonen dabei haben, aber nicht wendiger sind. Das ist das Wichtige. Ihr seid wendiger. Ihr seid deutlich wendiger als die anderen, die da drin sind, ne? Außer andere Doppeldecker-Version. Oh, mit 155 Schuss. Das wäre noch ein Grund zum Rückkehren. Aber, nee, der entfernt sich deutlich. Ach, nee, ich bin ja das auch noch. Ja, egal. Der Feind greift unser Flugfeld an. Wow, mein Gott, eine Fokker 200 da oben. Und eine S81. Die Landung wird sehr witzig. Na, ob wir das überhaupt schaffen, landen und überleben. Tja, das steht in den Sternen. Pi mal Daumen, Leute, ne? Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Dann noch die Zeit des Nachladens. Oh, mir wird's jetzt schon schwarz. Gut, die haben ihre Ladung rausgeschmissen, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. So. Ja, zu hohe Geschwindigkeit, ich weiß.
Ich nehme noch mal ein bisschen mehr Speed rein. Hier haben wir ja was. Oh, der hat Pech gehabt mit der Landung. Der hat richtig Pech gehabt. Der kurz vor der Landung hat sein Motor versagt. Das habe ich gesehen. Ja, das hat ihn jetzt auch leider sein Flugzeug komplett gekostet. So. Jetzt sind wir sogar mal so fies, oder nein, jetzt sind wir sogar mal so veranlagt, dass wir hier einfach mal komplett den Motor versuchen auszumachen. Na, oh shit. Hier ist das Risiko immer noch, dass wir nach vorne überknallen. Es ist, mit dem Landen ist das so eine Sache. Oh shit. Jetzt der. Ja, aber jetzt ist der Motor wenigstens mal aus. Aber wir haben immer noch Speed drauf. Na, so sollte man auch nicht generell. Seht ihr, oh, das ist gerade so noch gut gegangen. Das kann ganz schön mal einen auf den Flügel kosten. Oder das Fahrwerk. Das kann auch passieren. Dass euch das Fahrwerk dann auch einmal unter den Arsch wegknickt. Was dann natürlich dazu führt, dass ihr Beschädigung am Flügel kriegt. Und somit steht ihr halt noch länger auf der Landebahn rum. Was in so einer Situation wie jetzt, nicht so gut wäre. Gut, so wie es aussieht, tun sich die Schergen, die hier bombardieren, gebombt haben, verziehen. Vom Flugplatz zurück und zum Nachladen der Bomben, aber die kommen wieder. Und leider ist die Flugabwehr hier nicht in der Lage, sie auf entsprechender Höhe zu erwischen. Maximalreichweite sind hier 7 Kilometer Höhe. Das heißt, der Gegner ist so intelligent. Na, die Spieler sind also intelligent und halten sich höher, damit sie nicht getroffen werden. Und selbst wenn die Flak tatsächlich doch auf 8, 9 Kilometer noch schießen sollte, treffen sie nicht so punktgenau. Generell nicht so. Okay, eine H-112 ist mit drin. Oh, da kann ich nur den Kollegen Glück wünschen. Er ist wendiger als die H-112. Er ist wendiger als er. Aber trotzdem sollte man dieses Flugzeug nicht unterschätzen. Aber ja, auch der? Ich glaube, der raucht schon. Ich glaube, der raucht schon, der Gegner. Der hat ein paar Mal angepiekt. Der hat ihn wirklich ein paar Mal angepiekst. Ja, man sieht schon, wie der in Bredouille gerät hier. Der versucht jetzt zu fliehen und er kommt diesem Ding nicht weg. Okay, das war ein LKW da draußen. Entschuldigung. Kann ich leider nicht beeinflussen, Leute. Wir haben hier leider so eine Baustelle in der Nähe. Oh, der Typ, der geht gleich down. Er versucht sich noch geradewegs so zu halten. Na, schade, ich hätte gern versucht, ihn noch zu erwischen, bevor er aufschlägt. Aber das war dann halt nicht mehr gegeben. Ne? Die Situation war nicht mehr. Ich war auch ein bisschen noch zu weit entfernt, würde ich sagen. Leichte Panzerfahrzeuge, ja, machbar, seitlich, auf jeden, nicht Front. Nicht Front. Obwohl manche könnt ihr auf Front angreifen. Ne? Das wird es sein. Das ist ein Panzerwagen. Schlag mich. Seht ihr? Ist machbar. Oh, die S81 ist unterwegs. Da fliegen wir mal entgegen. Wir haben genug Sprit, wir haben noch genug Munition. Dann kaschen wir uns die mal. Sofern mich jetzt nicht irgendein Flak vom Himmel pflückt, weil ich so niedrig fliege. Die schießt gerade noch nicht die Flak, aber das kann sich noch ändern. Aber der Kollege hat das Ding auch gesehen. Verflucht, ey. Jetzt kommt drauf an, wer ist schneller. Ich kann ein bisschen mehr Speed geben, ne? Ein bisschen mehr Verbrauch machen. Bin auch fast schneller als er. Fast. Der Gegner bereitet sich darauf vor. Der weiß ganz genau, was er ihn jetzt treffen könnte. Übrigens im Cockpit könnt ihr das Ding hier so nutzen. Allerdings ist das so eine ganz schwierige Angelegenheit. Wenn man natürlich ein bisschen damit sich zurechtfindet, ne, ist das so was anderes. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht.
Ach, der ist schon tot. Na toll, der ist schon tot. Warum sagt mir denn keiner Bescheid, dass der schon tot ist? Ich dachte schon, ich krieg hier gar nichts mehr. Irgendwas hängt oder so. Ey, ich will jetzt auch mal was haben, also Boden weg. Hey! Ja, diese Killdiebe gibt's halt überall, Leute. Die gibt's überall. So, noch 200 Schuss. Fokker 200. Wir haben die Chance, sie zu cachen. Noch rechtzeitig zu cachen, bevor sie auf Höhe kommt. Allerdings, ja, ihr seht es. Wird es jetzt kritisch. Wir sind sehr nah an der Flak noch dran, an der feindlichen. Also, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir haben die Möglichkeit, sie zu cachen. Oh, die Flak, die Flak. Ah. Nee, es war die Fokker. Es war die Fokker, aber die Flak hat mir auch richtig einen draufgeschmettert. Also, das ist eine gefährliche Angelegenheit, ne? Oh, seht ihr, wie schön angebrannt ich bin? Schön knusprig durch. Oh, köstlich. Könnte man glatt Barbecue machen. Das ist gefährlich. Also, die Flak ist jetzt richtig hardcore. Wenn man zu nah rankommt, dann ist man halt der Gearschte. Aber der Typ ist gut angeknackst. Also, wird es mit seiner Landung schwieriger werden. Ja, also ihr seht, das Flugzeug ist eigentlich nicht übel. Es kann sein Ziel, ne, grob erreichen. Also was ihr damit halt vorhabt. Es gibt halt ein paar Flugzeuge, mit denen sollte man sich vielleicht nicht anlegen, ne? So, ja, also Stuka ist halt eine gefährliche Sache. Da braucht man nicht allzu viel skillen und es ist schon für den Hacker allein schon und es reicht schon locker aus, um den Gegner hinten platt zu machen. Außer man übernimmt halt selbst jetzt mal das Geschütz hinten. Dann ist es sogenanntes, wie sagt man, menschliches Versagen, wenn man nicht trifft. Ne? Man kann natürlich versuchen, den sogenannten toten Winkel dieses Flugzeugs also zumindest zu nutzen. Das Problem ist nur, der tote Winkel dieses Flugzeugs ist wirklich klein. Wirklich kleines. Also wirklich, wirklich klein. Ne? Das ist halt das Heck. Wirklich, wirklich klein. Und da ist halt so der Point. Ja. Selbst wenn ihr es irgendwie schafft, irgendwie den toten Winkel ein bisschen zu nutzen, kann der Gegner immer noch auf eure Flügel ein bisschen abschmettern und dann, ja, war es das. Ne? Eine gemischte Runde sehe ich gerade. Mit Deutschen dabei. Weil High 51, ne? Aber hier sind drei, vier Doppeldecker. Hey, nicht die eigenen. Ach nee, geht ja nicht mehr. Das haben sie ausgestellt. Trotzdem, man muss ja nicht unbedingt, ne? Man muss es ja nicht unbedingt machen. Nee, wartet mal. Man kann von den eigenen hier eliminiert werden. Der hat mich leicht getroffen. Nee, das war Bremsklappen. Wo hab ich jetzt? Nee, nächstgelegener Gegner jetzt. Okay, er hat mich nicht so richtig getroffen. Trotzdem, es war jetzt, ne? War jetzt halt so eine Sache für sich. Wenn ihr von eigenen angeschossen werdet, Leute, ist es halt Kacke. Kann passieren, aber es muss jetzt nicht sein. Okay, der wird von der SPD platt gemacht. B5N2. Naja, gut. Der ist ziemlich weit oben. Könnte ich den erreichen? Pi mal Daumen, muss ich persönlich sagen. Pi mal Daumen. Ja, ist machbar, aber es würde dauern. Da gehe ich hier auf die BB1 dahin. Ne? Die ist mir mehr mein Ziel. Und der Kollege da mit seiner SPD braucht einfach viel zu lange, um diese Maschine vom Himmel zu pflücken. Viel zu lange. Also, ja. Viel zu lange. Na gut, er holt wieder gut auf. Aber irgendwie trifft er nicht so richtig, oder? Ich sehe jetzt die Schüsse nicht so gut. Aber es sieht nicht so aus, als trifft er ihn richtig gut. Ja. Denkt dran, wenn das mit dem Motor da so ein bisschen gelber leuchtet, ist schon ein bisschen, ne, ein bisschen Auge drauf halten. Wenn es dann orange wird, oh,
Und bei Rot könnt ihr es richtig knicken, da geht der Motor dann langsam down. Ja gut, sein Gunner, der gegnerische Gunner hält ihn wirklich sehr stark auf Entfernung. Sehr stark. Dann werden wir es jetzt mal probieren. Seitlich, ne? Seitlich ist der Point. Wir werden es seitlich probieren, denn seitlich kann der Gunner nicht richtig agieren. Vielleicht halten wir uns auch noch ein bisschen tief. Ach nee, warte mal, die erste Version, war der untere Gunner schon vorhanden? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, okay, seitlich ist doch nicht drin. Wir lassen ihn seinen Schwung machen. Da war der Point, da war der Point. Da war der Point, der Kerl brennt jetzt schön aus. Hey, das ist meiner, mein Lieber. Das ist meiner. Du brauchst ja nicht nochmal drauf zu schmettern hier. So, machen wir es doch lieber end. Bevor der sich da noch mir den Kill klaut. Oh, was war das? Was auch immer da gekommen ist. Es lenkt mich ab von dem hier. Oh Mann, das hängt da mir an der Backe, ey. Das ist eine Ishak. Oh Gott. Eine Ishak, Hilfe. Eine Ishak. Eine böse Ishak ist hier. Das ist nicht gut. Eine Ishak ist böse. Oh, das ist echt schlimm. Eine Ishak kannst du nicht so einfach überleben. Nein. Ach komm schon, Maschine. Hol dir dein Speed. Ah, die Ishak, die nervt. Die kann so richtig stressig sein, die Ishak. Komm schon, da ist es. Ich habe ihn brennend geschossen. Oh, da ist jetzt noch eine andere Maschine hinter mir. Was ist das da? Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ist das die japanische Version davon? Ja, ist das. Er schießt irgendwie noch nicht. Er will den perfekten Shot rausholen. Problem ist, ich komme ihn einfach nicht weg. Komm einfach nicht weg mit dem Ding hier. Ah, nein. Oh, die Maschine hält es nicht mehr. Die kommt nicht mehr hoch. Ja, jetzt kannst du schießen, mein Lieber. Jetzt bin ich tot. Na ja, komm, richtig schießen. Ich bin tot, bevor der richtig schießen konnte. Also, das ist ein schlechter Schütze gewesen. Sauerei. Ja, das kann passieren, Leute. Das kann passieren. Aber. Ihr seht, man kann damit gut agieren. Damit kann man sehr gut Gegner abschießen. Problem ist halt jetzt gewesen, ich habe mir schon ganz schön zugesetzt. Also hätte er nicht irgendwann aufgehört, auf mich zu schießen, ich glaube, dann hätte er mich komplett zerpflückt. Ishak ist ein sehr bösartiges, richtig bösartiges Element von Flugzeug. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Auf so einen Flugzeuggegner trefft ihr öfters mal, ne? Ja, aber das war die F3F-2. Eigentlich ganz gutes Flugzeug, wie gesagt. Bodenziele kriegt ihr damit kaputt. Ihr kriegt damit aber auch Flugzeuge kaputt. Bomber kriegt ihr damit kaputt. Alles. Also, ne? Wer jetzt in der Cockpit-Ansicht da diese Zielvorrichtung nutzt, ja, das ist Gewöhnungsgeschichte. Aber da muss halt jeder klarkommen, wie er, ne? Das ist halt so. Ich bleibe lieber da in der Außenansicht. Das ist mir deutlich, deutlich lieber, ne? Einfach, oh, Entschuldigung, bisschen müde, bisschen lieber. Also, ja, ich hoffe mal, aber trotzdem, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Ne? Die Maschine hat es schon faustdick hinter den Ohren, muss man sagen. Und dafür, dass wir halt Not benutzen können, also wir können ja hier eine Shift-Taste gedrückt halten und richtig ordentlich Leistung rausholen, ist das schon nicht übel, die Maschine. Ne? Sie hat halt, wie jeder Doppeldecker, hier ihre Mankos, naja, ihre Schwachstellen. Aber. Sie lässt sich wunderbar trotzdem nutzen. Na gut. Ja, das war's. Wenn es euch gefallen hat, Like oder Abo dalassen. Das wäre ganz nice. Ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Zocken mit der F3F2. Oder halt mit einem anderen Modellflugzeug, ne, was ihr da halt so alles euch in die Finger krallt. Ist halt, wie gesagt, ein schmuckes Teil, ne? Muss man echt sagen. Und. Ja, sofern ihr jetzt nicht absolutes Pech habt, ne, es gibt ja auch Pechrunden,
kommt man mit dem Ding richtig schnell durch. Vor allem kriegt man das schnell ausgebaut, eigentlich die Maschine. Wie gesagt, wenn man nicht gerade Pech hat, gut, in Stockzustand ist die Maschine noch viel schwieriger zu nutzen. Aber, na, es lässt sich trotzdem machen. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Da geht es dann weiter mit der F2, ne, A1, die Buffalo. Ja, wer jetzt anfängt, das Liedchen Buffalo Soldier zu singen, Leute, nicht, ne? Die ist natürlich richtig krass. Die ist krass. Buffalo generell, diese Maschinenreihe ist wirklich nice. Es gibt ja auch eine hier im Premium-Format. Nur mal kurz gezeigt, ne? Die ist auch nicht schlecht, die macht auch Bock. Und diese Maschine ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Na gut, dann, wie gesagt, jetzt ist Schluss mit lustig. Euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.